Viel Spaß beim letzten Teil vom Interview mit Rodion Pauls von den Kölner Haien. Gefällt euch das Interview, dann lasst einen Daumen hoch da und abonniert meinen Kanal. Und es das Zeitfenster hergibt, mich mit etwas anderem zu beschäftigen, damit ich nicht den ganzen Tag nur über Eishockey nachdenke, weil ich dann auch eine Ablenkung habe im positiven Sinne, um dann mal weg von diesem Thema zu kommen und nur nicht direkt ans nächste Spiel nur noch von Montag anzudenken. Also beides extrem wichtig, also die duale Karriere. Das ist erstmal für uns im Nachwuchs so, dass wir natürlich bestrebt sind, mit den Schulen sehr gut zusammenzuarbeiten, dass sie eben einen den möglichst hohen oder höchstmöglichen Schulabschluss zu schaffen. Das ist bei jedem ja ein bisschen unterschiedlich. Und im Nachwuchs die bestmögliche Eishockey-Ausbildung zu bekommen. Das ist halt das Ziel der Junghaie. Das schaffen wir auch in der Regel, auch dank der guten Zusammenarbeit mit den Schulen. Und dann geht es dann im Profibereich. Da raten wir, solange wir die Spieler noch bei uns haben, wenn sie diesen Übergang halt in den Profibereich haben, auf jeden Fall nicht den Satz zu verwenden, ah gut, jetzt kann ich mich endlich mal nur auf den Sport konzentrieren. Das ist in der Regel ein Schuss, der nach hinten losgeht. Es gibt ja auch, glaube ich, sogar Untersuchungen, dass Sportler, jetzt gar nicht mal im Eishockey, aber insgesamt Sportler, die dann bei der Sportfördergruppe waren, dass die und sich dann nur noch auf Sport konzentriert haben, weil dort halt das auch relativ ja sportlastig ist, dass die in Einzelsportarten schlechter geworden sind, ja. was die Zeiten und Weiten angeht. Und das ist aber eigentlich auch logisch und deshalb ist die Empfehlung, macht auf jeden Fall noch etwas. Also wenn die jetzt mit der Schule fertig sind, durch G8 sind die ja dann auch in der U20 spielberechtigt, haben aber schon zum Beispiel ihr Abitur, dann sollen die anfangen zu studieren. Das machen auch einige. Wenn sie sagen, nee, das will ich aber jetzt, ich weiß noch nicht was, und dann bieten wir den Spielern immer an, dass sie hier im Nachwuchs als Nachwuchstrainer noch ein Jahr was machen, damit sie eine Aufgabe haben, weg vom Sport. Denn eins ist ganz klar, wenn ich mich nur auf Sport konzentriere und im Sport läuft es nicht, was ganz normal ist, es gibt eine Phase, es läuft nicht, dann habe ich nichts mehr. Okay. Dann bin ich null. Dann habe ich, klar, ich habe meine Familie noch, aber ich habe keinen Ausgleich mehr. Wenn ich aber noch andere Dinge habe, und da läuft es gerade dann eben besser, dann habe ich die Motivation, kann ich mir darüber ziehen, auch im Sport, dass es wieder läuft. Also deshalb, wenn ich mich nur auf Sport konzentriere, kann ich wirklich in ein tiefes Loch fallen, wenn es mal nicht läuft. Ja, das haben auch schon viele andere genauso wiedergegeben, wie Sie es gerade sagen, aus anderen Sportarten auch. Ja. Die haben es gesehen, es genauso. Können Sie was heraus Ihrer Karriere als Trainer, Manager, Spieler herauspicken, wo Sie sagen, das war Ihr schönstes Eishockey-Erlebnis? Das Schönste, ja, es sind natürlich viele, viele Erlebnisse, aber wo ich sage, dass der leider schon verstorbene Toni Kehle, Torwart der Mannschaft, die Bronzemedaille 1976 in Innsbruck gewonnen hat. Mhm. Das war zu meiner Füssener Zeit. Wir sind nach Weißwasser gefahren. Lass das mal 1990 direkt nach der Wende gewesen sein. Wir sind da mit 10 Spielern und einem Torwart gefühlt. Also wir hatten nur eine halbe Mannschaft dabei und wir brauchten einen Punkt. Weißwasser ist aus dem Osten reingegliedert worden und man musste unter die ersten 2 kommen, um aufzusteigen oder in die Liga zu halten. Ich weiß gar nicht, ich glaube, nee, wir wollten aufsteigen in die Union-Bundesliga. Und es waren auch relativ viele Zuschauer. Weißwasser kam mit 22 Mann und wir waren dann auch, wir haben gesagt, das geht zweistellig aus. Wir haben keine Schnitte. Aber unser Torwart hatte damals einen überragenden Tag und wir führten dann durch 2 Konter auch 2-0. Und Weißwasser hat dann ab der 30. Minute ein Dauerfeuer auf unser Tor losgelegt. Aber wir haben nur noch 2 kassiert und wir brauchten einen Punkt, den haben wir geschafft. Und als ich dann den Toni Kehle, der wie gesagt als Betreuer und Busfahrer dann, vor allem als Busfahrer da war, die Tränen runterrollten, und er sagt, das war die größte Emotion nach 76 für ihn. Ja, da muss ich sagen, das fand ich dann schon sehr, war ich sehr ergriffen auch. Und das war vielleicht nicht das Schönste, aber wo Sie mich fragen, das fällt mir jetzt nochmal ein. Das war eine lustige Anekdote oder schöne Anekdote. Ja, Sport lebt von Emotionen, ne? Ja. Der Sport hat Sie ja nie losgelassen, ne? Was war denn Ihr größter Erfolg als Amateur-Rennradfahrer? Würden Sie sagen, war das irgendein bestimmtes Rennen aufgrund der Distanz, wo Sie sagen, das war so anstrengend, oder gab es irgendeine Platzierung?
Ja gut, ich bin ja kein Amateur, ich bin Hobby. Hobby-Amateur, klar. Ist, aber ich war damals, als ich halb stolz mit meinem Rennrad da irgendwo rundfuhr, da hatten ihre Spieler mich angesprochen, fahren Sie Rennrad? Nachdem sie mir da erzählt haben, was sie für Zeiten fahren, habe ich gar nicht erst, habe ich nur gehofft, dass sie mich nicht fragen, wie schnell ich bin. Also, und zu einem Glück kamst du nicht zu dem Dialog. Ja, ich bin ja mal 2 Jahre diesen German Cycling Cup mitgefahren. Das ist also die größte Hobbyserie. Und dann bin ich dann in meiner Altersklasse 2-mal in der Endabwertung, keine Ahnung, glaube 5. oder 6. würde ich sagen, gewonnen. Das, da war ich zwar nicht mit zufrieden, aber jetzt im Nachgang war das schon gut. Nee, und dann, welche Schnitzel sind da über welche gefahren, über wie viele Kilometer? Also es gab damals ja noch ein Rennen am Hockenheim und da habe ich es geschafft, in dem einen Jahr, wo ich wirklich gut war, an der Spitzengruppe dran zu bleiben. Also die bestand aber dann auch aus 100, da ist ja auch Topf eben. Aber da hatte ich, glaube ich, schon 42er Schnitt und das Wahnsinn. War für mich dann schon, natürlich ein Highlight, dass ich dann nur mit 30 Sekunden Rückstand am Ende dann reinkam. Aber sonst, man wundert sich, aber man kann da schon in der Gruppe super schnell fahren. Ich glaube, ich bin auch mal rund um Köln, obwohl das ja rauf und runter geht. Ich glaube, auch mal einen 7 oder 38er Schnitt gefahren. Also das ist dann schon... Davon den Windschatten noch nicht abreißen lassen, ne? Ja, bei rund um Köln geht das schnell. Da, am ersten Hügel sind die Topfahrer, die aber wirklich auch für Hobbyverhältnisse überragend gut sind. Und die sind natürlich auch ein paar Jahre jünger. Die sind dann weg, die siehst du dann. Die haben dann nachher auch 20, 25 Minuten Vorsprung im Ziel. Aber klar, du musst immer eine Gruppe finden. Ja, das fand ich schon beeindruckend, wie Sie da durchdübeln. Die letzte Frage oder Ihr Statement. Können Sie prägnant zusammenfassen, wenn Sie sagen, mein Rat an Nachwuchs-Eishockey-Spieler, die das Ziel haben, in Deutschland Profi zu werden, was auch immer Profi ist, aber so höchstmöglich ihren Fähigkeiten entsprechend zu spielen. Was würden Sie so einem Jugendlichen raten? Ja, das, was jetzt so auch im Interview rausgekommen ist. Also ich würde halt erstmal immer gucken, dass ich Schule auch ein Stück weit ernst nehme und nicht nur sage, eigentlich brauche ich das nicht. Das ist wichtig, dass das nicht immer wieder vom Verein oder von der Schule eingefordert wird, sondern dass ich da schon mal weiß, das ist schon mal ein Standbein, was dazu gehört, weil ich dann einfach eine gute Struktur auch habe. Dass ich dann meinen Tag, meine Woche auch gut strukturiere, dass ich eben auch auf Dinge achte, wie eben die Regeneration und die Ernährung. Das sind für mich eben schon extrem wichtige Dinge für einen jungen Menschen, denn die Anforderungen sind extrem hoch, die heute dann auch in Schule, aber vor allem auch im Sport gestellt werden an die Jungs. Und dann eben nicht schon denken, was Sie auch gesagt haben, eigentlich bin ich ja schon in der NHL und was die können, kann ich schon lange, sondern auch sich selbst realistisch einschätzen, reflektieren. Und darüber hinaus dann auch mit einer sehr großen Eigenmotivation dann eben versuchen, die nächsten Schritte anzugehen. Vielen Dank. Also ich möchte mich bedanken, dass Sie sich die Zeit nehmen. Wir haben zu Hause Hühner und ich habe mir dann jetzt immer vorgenommen, dass ich immer, wenn frische gelegte Eier waren, da ist sogar ein Wachtelei dabei. Ui. Also die frischesten Hühnereier aus dem angrenzenden Köln. Letztes Wochenende gelegt, da möchte ich mich einmal für bedanken, dass Sie sich die Zeit nehmen. Ja, wunderbar, das ist ja toll, Omelette, ja. Wunderbar. Und ich nutze natürlich die Zeit oder das Treffen mit Menschen aus dem Leistungssport, um auch einmal in den Wettkampf zu treten. Also ich habe gegen Charles Friedeck, Dreisprung-Weltmeister, schon den Einbein-Weitsprung gemacht. Gegen Andreas Tölzer habe ich versucht mit Klimmzügen. Sie können sich vorstellen, wer bei all diesen Wettkämpfen gewinnt. Wenn Sie jetzt noch 10 Minuten Zeit haben, dann würde ich gerne mit Ihnen rausgehen auf die Torwand mit einem Unihockeyschläger und einem Ball 3 unten, 3 oben spielen. Ja. Okay, sehr gut, jetzt machen wir das noch. Ui. Im Zweifel ist der Schläger schuld, ne? Ja, der ist auch noch falsch gebogen. Jetzt kommen meine 3 unten. Vielleicht muss ich so. Ja, ich glaube, das ist aber die bessere Variante, ein bisschen mit Gefühl das zu machen. 0-0, ja komm, einer muss ja wohl treffen jetzt. Sonst geht's ohne Schiene. Hoch ist ja noch schwerer. Einen sollten wir ja schon treffen, oder? So, jetzt muss ich aber treffen. Sollte nicht sein. Aber dann versuche ich jetzt noch diesen Sieg nach Hause zu fahren. Auf jeden Fall schon mal unentschieden. Ja.
Oh! Ja, schlecht aus. Vielen Dank, Herr Pauls, ja, für die Zeit. Gerne, für hat Spaß gemacht. Für die tollen Auskünfte und okay, viel Erfolg beim anstehenden, ja, hoffentlich ohne Corona. Wir sind optimistisch.